Hallo und herzlich willkommen auf unserer Tour rund um den Bostersee am Sonntag, der 21. März. Das Wetter ist bescheiden, der Wind ist stark und meine Frau hat super Laune. Ja. Yeah. Danke. Ist das windig? Jetzt. Was ist? Hey. Ja, ach, wenn der Wind ziemlich geht und die Sonne gerade nur so ganz klein bisschen aus der vielen Wolke rausblitzt, ist es immer noch besser wie beim Tonton in Bayern. Der hat nämlich ein kleines Video bei Instagram hochgeladen von einem See und da liegt überall Schnee. Das ist halt Frühling, Sonntag, der 21. März 2021. Was will ich anfassen? Das Wasser! Und es ist kalt. So, Radfahrer Jörg Flocks, bitte auf der Staudammkrone nur Schrittgeschwindigkeit fahren. So, wir kommen jetzt in den Bereich von Centerparks. Da kann man ja auch Urlaub machen, aber Centerparks hat ja auch schon lang geschlossen. Seit mindestens Dezember letztes Jahr oder sogar noch länger.
Den einzigen Vorteil, den die nackige Bäume da haben, sage ich mal, ist, dass man freier Blick auf den See hat. Und das hat ja wenigstens auch ein bisschen was. Wobei man natürlich grüne Bäume, also viel Blätter und strahlenblauer Himmel natürlich viel, viel lieber wäre. Guten Tag, sind Sie auch endlich da? Keep all your game, highs and lows, highs and lows. It's all the same, highs and lows, highs and lows. Keep all your game, highs and lows, highs and lows. It's all the same, highs and lows, highs and lows. Knapp 1 Kilometer, da haben wir den Bus halt sich umrundet. Mittlerweile ist man auch nämlich kalt, also was heißt mittlerweile, schon bestimmt gut die Hälfte von der Tour. Weil durch das Gehen wird es eben ja auch ein bisschen wärmer. Slowly save,
So, das war unser heidischer Sonntag. Ein bisschen spazieren gehen um den Bostalsee bei, naja, Wetter sah nicht nur sehr windig, aber Hauptsache trocken. Und ich hoffe, ihr habt ein paar schöne Impressionen dabei genossen. Auch wenn die Impressionen nicht so schön waren, nur ein bisschen. Aber wenn euch das Video gefallen hat, und da würde ich mich trotzdem, was heißt trotzdem, ich würde mich ganz besonders natürlich über ein Like, ein Abo und einen Kommentar freuen. Bis demnächst, macht's gut und bleibt gesund. Euer Dirk von Stoppschild TV.